meine Beziehung. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, sehr verwurzelt, heimatverbunden und das ist eigentlich meine ganze Verbindung zum Landkreis Traunstein. Ja, der Landkreis hat viel investiert, viel in die Infrastruktur, auch in die Bildung und das ist genau auch meine Richtung, in die es gehen soll. Allerdings denke ich mal, hat man ein bisschen das Investitionsvolumen irgendwo aus dem Auge verloren. Also ich denke mal, man hat wahrscheinlich in zu kurzer Zeit zu viel investiert. Jetzt haben wir das Problem, dass wir 2 Millionen Euro Schulden, Zinsen im Jahr zahlen müssen und das hemmt jetzt unseren Handlungsspielraum. In erster Linie muss man mal, denke mal, nicht mehr über seine Verhältnisse leben, sondern mal wirtschaften mit dem, was man hat. Das heißt, was man jährlich einnimmt über die Gemeinden, über die Kreisumlage, das muss ausreichen. Das steht uns zur Verfügung und es kann nicht sein, dass wir jedes Jahr wieder Schulden aufbauen. Also man muss einen ordnungsgemäßen Haushalt aufstellen, sodass auch die Kommunen ihre Planungssicherheit haben, denke ich mal. Das heißt, die müssen wissen, auf was auf sie zukommt, was wir brauchen. Und das können wir dann verwenden, um zu investieren.